Wir haben doch keine Zeit. Schnell die täglichen Aufgaben. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs. Ich mache direkt Suche, direkt Pool, direkt alle und es wird wieder heiler werden. Wie schon die ganze Woche und immer und ewig und hast du nicht gesehen. Guck nur kurz, ob was dabei ist, die Grüße ein. Ja, hier, sag sie jemandem Danke. Und die Frage ist, muss er mich geheilt haben oder nicht? Ich bedanke mich einfach. Ich bedanke mich einfach grundsätzlich. War das Verteidigung? Also ich bin nicht irgendwie bei Mercy. Weiß ich nicht. Oder Lucio. Ja, am Anfang, wenn man sich einloggt, ne? Oh, jetzt habe ich es gar nicht gesagt. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs. Habe ich das vergessen heute? Ich bin irritiert. Ich habe wenig Zeit. Ich habe noch ein bisschen Wäsche heute gemacht und heute musste ich arbeiten am Brückentag. Also war nicht viel Zeit für irgendwas. Und dann gab was gegessen. Und jetzt wollte ich erst auf eine Halloween-Party. Dann wollte ich nicht, weil der DJ doof ist. Jetzt ist der DJ krank, jetzt legt jemand anders auf. Jetzt will ich doch wieder hin. Also... Und da geht's zeitnah los, also gibt's jetzt nur so ein klein bisschen hier, ne? Eigentlich will ich dich gar nicht aufheben. Ich will den gar nicht aufheben. Wer so dumm stirbt, den will ich gar nicht aufheben. Kann ich dich nicht heilen? Da hinter uns, ne? Ja. Ich hab mal Bock auf Damage, aber eigentlich habe ich heute keine Zeit, lange in der Damage Queue zu hängen, aber. Ja, ich muss noch einem danken. Warte mal, hier, wie geht das? X, ne? Ich würde sagen, wir haben keine guten Damage-Dealer. Nö. Haben wir nicht. Ja. Die snipert halt. Ne? Ich will ja jetzt kein Cheaten unterstellen, aber die hat... Okay, die hat... Aber die ist mal bei 100 gedrückt. Das lädt sehr schnell auf 100 auf. Ja, das vergesse ich immer gerne mal. Ich arbeite dran. Nein. Ja, aber das war doch durch, dass ich den aufgehoben habe. Ah, kurz vor knapp haben sie sich noch erwischt. Den Spruch mag ich nicht. Weil der so ein bisschen in Richtung Happy Wife, Happy Life geht. Und das ist so ein abgedroschener Macho-Spruch, den mag ich nicht. So, hallo Traum der Seele, schön, dass du reinschaust.
Es gibt nur kurz Overwatch, danach geht es auf eine Halloween-Party. Morgen gibt es länger Stream. Ja. Sorry. Das hatte ich aber auch gestern, falls du gestern dabei warst, schon erwähnt, dass es heute sehr wahrscheinlich so enden wird. Lasagne Brot, hallo. Aber es stimmt doch. Ah, ich weiß nicht. Also, ich finde, das ist so ein abgedroschener Macho-Spruch. Kaum mache ich einmal so einen Spruch, taucht Lasagne Brot wieder aus dem Nichts auf. Schön, dass du reinschaust, aber hätte ich dir nicht gesagt, wärst du nicht. Hey, du hast es gerochen, dass ich den heute sage. Ich kenne dich doch. Nein, schön, dass du wieder da bist. Also, wenn es dem Partner gut geht, darauf kann ich mich gerne einigen, ja? Da bin ich dabei. Aber das halt so auf die Frau zu reduzieren, das finde ich halt doof. So unter dem Motto, mach alles, was die Frau will, dann geht's dir auch gut. Ne, ja, so ist es eben nicht, ne? Damage Mercy! Wenn wir jemanden aufheben, ist noch jemand tot. Oh, da snipert wieder einer. Ich krieg die Kugel noch ab. Gut, also ihm Damage Boost zu geben, ist natürlich völliger. Ja, die hat mich ja genau auf den Kicker gehabt. Ich bin da rumgeschwebt. Ich habe das gesehen, dass sie auch beschießt. Deswegen bin ich ja hoch und runter und hab's versucht, ne? Ich bin ja auch ein bisschen gut ausgewichen, aber dass die mich dann irgendwie abrasiert, war ja klar. Die haben halt eine bessere. Ich kill dich! Waren das bessere Team? Unsere Damage-Dealer waren bei weitem nicht so gut. Sollen sie Ende machen? Kommt. Sollen sie Ende machen? Bis von oben runterhängt. Und die wusste, wie man schießt, ja. Das Ding ist, auf die hätte ich jetzt auch Bock, aber wenn ich mich jetzt halt für diese Queue anmelde, das ist ja der Bullshit. Hier, ich muss immer 3 Spiele mit alle Rollen machen. Das wird immer heiler. Hier, ich habe sogar 2-mal. Schließe 3 Spiele mit Rollenwahl ab. Ach so, mit Rollenwahl. Okay, und mit allen Rollen ab. So, und die muss ich nur noch 2 machen. Das heißt, in 2 Spielen bin ich eh durch. Okay, weil da noch Zeit ist, mache ich noch ein Damage-Spiel. Oh, Tank! Tank! Ich krieg ja harte Nippel, ich darf Tank spielen. Ach, ich glaub's ja kaum. Ist das Paraiso, ist das ein bisschen an hier Brasilien angelehnt? Glaube. Könnte man als Brasilien durchgehen lassen, oder? Ja, doch, da, oder? Oder es ist Athen. Also, jetzt bin ich gerade vollkommen auf dem Trichter. Boah. Ich habe keine Ahnung. Blamed mich. Flamed mich, so. Das ist doch Brasilien, oder? Nicht Athen. Knowledge is its own reward.
Ich muss es gleich googeln, wenn es keiner im Chat gleich schreibt. Ich meckere übrigens sehr oft, dass es keinen Balancing-Patch gibt. Und haltet euch fest, es kommt einer. Es wird wirklich ein Balancing-Patch kommen für Overwatch. Aber der macht nichts bei Moira. Hat er es wirklich gepackt, der Affe? Ich krieg ihn nicht um. Krieg den Affen nicht um. Beleb mich nicht wieder. Keine TVA ohne Anzug wiederbeleben. Das ist... Wir verteidigen gut. Ja, der Affe hat Ulti und kriegst du nicht um. Er ist auch total imbar. Sagen, einen werde ich noch mitnehmen jetzt. Die geht mir auf den Sack. Hätten Sniper deiner. Nein, das Payload. Ah, das Payload. Das Payload hat mich in den Moira Ulti gedrückt. Oh Mann. Ich wollte noch hinter das Payload. Ja, also es gibt ein Balance Patch, er wird kommen, aber leider kein. Aber nichts gegen Moira. Das ist totally bescheuert. Ja.
Oh, der geht mir auf den Sack mit seiner Heilung. Der geht mir aber richtig auf den Zünder. Der nervt. Hier kann sich jedes Mal das wieder reindrücken da. Diese Heilung, die er da hat. Der Cooldown ist viel zu gering. Der ist viel zu gering. Der ist viel zu gering. Es macht keinen Spaß. Wir können noch einmal gucken, ob ich den Ulti nochmal rauskriege, aber... Ja, okay. Wäre jetzt dumm gewesen zu wechseln. Also klar bin ich da mit dran schuld. Ich hätte früher auf Reinhardt gehen sollen, aber... Einer nur. Wir müssen jetzt das Payload schieben. Der kann sich halt sau aufdrücken, die Heilung. Die ist halt sau der. Ich hab keinen, der Halt da, der Halt. Schwierig, ob das noch was wird. Mein Ulti spinnt. Mein Ulti! Der war ja total verbuggt. Habt ihr das gerade gesehen? Seht ihr das? Der hat ihn nicht gehauen. Och, der Ulti war verbuggt. Wie unfair. Wie unfair. Blizzard, was programmiert ihr denn für Spiele? Och man, das ist ärgerlich. Ah, ich kann nichts machen, außer versuchen drauf zu gehen. Nee, also mein Ulti hätte nochmal 3 Stück erwischt, das hätte nochmal anders ausgesehen. Das ist schade, ich hätte früher wechseln sollen, aber der hat ja Karano und hat nicht zugeschlagen. Das war ja mal saudumm. Aber wie soll ich das melden? Wie? Also Blizzard Support ist genauso wie der Sea of Thieves Support, genauso wie der Steam Support. Er ist quasi nicht vorhanden. Ja. Kannst, wobei, ich glaube, wenn du bei Blizzard was ins Forum schreibst und es wird oft genug angeklickt, dann guckt da schon mal einer rein. Bei Sea of Thieves könnt ihr es vergessen. Bei Sea of Thieves, das Forum ist, ich weiß nicht, Grab, Datengrab, Messaginggrab, Forumsgrab, sucht es euch aus. Bei Sea of Thieves im Forum, da könnt ihr die Lottozahlen rein. Wobei, die wird noch jemand eintippen. Okay, aber zumindest von den Entwicklern wird niemals jemand da was rein, das lesen. Also Sea of Thieves Forum ist unmoderiert, völliger Quatsch. Und den Support bei Steam zu erreichen, da kriegst du auch eher eine Audienz beim Papst im Puff. Also das sind wir auch mal ganz klar, ja.
Und bei Blizzard ist vielleicht das drittbeste von denen. Oder kann man sagen, nur das drittschlechteste? Sucht euch aus, ja. Ah, klar, wieder Heiler. Ah, ja, logisch. Boah, hier ist Kiriko eigentlich ganz cool. Guck mal, Kiriko. Vielleicht hänge ich dann noch ein Damage-Match dran, keine Ahnung. Problem ist, bei den Damage-Matches hängst du halt 5 Minuten im. Das ist Taktik. Dann wollen sie, dass du in den Shop gehst und Skins kaufst. Das ist irgendwie der Punkt gerade. Kann die irgendwo an die Decke? Keine so hohe Decke hier. Ich will die gerne irgendwo hochlaufen lassen. Schade. Arbeite dran. Ja, wo ist der zweite Heiler eigentlich? Ach, der macht Damage! Ja, ja, toll. Ja, wenn du Damage Dealer spielen willst, spiel Damage Dealer. Es hat jetzt zwar geklappt, weil ich ihn nochmal geheilt habe und sie ihn mehr oder weniger am Eck ignoriert haben, aber eigentlich ist das Bullshit. Dein Main-Fokus ist heilen. Wenn du dann nochmal Damage machen kannst, weil sie es vielleicht gerade anbietet, dann bitte. Aber nicht primär Damage Dealer spielen. Das ist Bullshit. Mach da jetzt schon wieder, dann macht da oben Damage. Ich lass den sterben. Ja, halt den anderen auch nicht, ne? Ja, macht er nicht. Das nervt schon. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ja, sorry, aber... Mei's Ulti ist auch so unwahrscheinlich hart. Vor allem, sie kann den Ulti zünden, Kilometer weit weg und sich selbst in die Nähe. Nee, also, ich finde, es sollte so sein, dass wenn sie sich selbst in diese Sphäre begibt, dass dann der Ulti abbricht oder so. Das ist doch blöd. Sie macht den mega Damage, macht sich erstmal unsichtbar und die anderen machen den Schaden. Ich weiß nicht. Ja, mit dem Ulti heilen zählt nicht. Als heilen. Das ist eher so, schmeißt ihn an, weil du selbst überleben willst. Ja, die dümpelt unser Tank macht, dümpelt wieder alleine rum. So, das war jetzt ein Moment, wo ich mitballern konnte. Oder es sogar ganz praktisch war, es getan zu haben. Ja. Oder mit werfen konnte meine Messer. Aber es ist halt oft genug der Fall, wo es ja, die Heiler halt nur tun und dann halt nicht heilen und dann... Jetzt macht er das gleiche... Ne, es ist der Soldier, okay. Got the robot.
Also ab. Leute, ihr müsst schon mitkommen. Ah, hätte ich mir heilen sollen. Okay, war dumm. Ja, der andere halt ja nicht, der macht ja auch nur Damage, ne? Nope, was hat er schon geheilt? 571 Punkte hat diese Gurke geheilt. 571 Punkte, während ich 4920 geheilt habe. Da muss 3000 bei jedem stehen. So sieht's aus. Und auch nur bei mir 3000, weil er mir das wegheilt. Absoluter Idiot. Oh. Kann ich anders sagen, ey. Es ist so eine, dass ich sage, ja, ich will halt schnell reinkommen, weil ich habe Bock Damage zu machen. Nehme ich halt einen Heiler, der auch ein bisschen Damage machen kann. Und ja, der macht auch Damage, das sage ich ja gar nicht. Aber in dem Fall brauchen wir jetzt wirklich einen zweiten Heilermann. Komm, mein Ulti ist noch da, macht was draus. Ich versuche noch einmal Damage gleich. Ich habe noch mal Bock zu ballern. Die Party geht um 21 Uhr los. So. Ich muss nicht da sein, wenn sie losgeht. Jetzt verbrenne ich, ne? Oh. Der Ulti hat mich gerettet. Ja. Das hat er auch nur wieder geheilt, weil er den Ulti genommen hat, oder? Wetten wir? Das kann ich nicht heilen. Kannst den Moira Ulti generell nicht heilen. Ja, das war nur vom Ulti geheilt. Ist lächerlich. Stop their barricade. I'm not giving up. There's no boss. Watch out. Under my protection. Ja, diese Moira-Kugel, die hin und her springt in kleinen Räumen, ist auch super imbar. Muss ich ihn killen? Wenn unser zweiter Heiler jetzt mal anfängt zu heilen, dann können wir das noch reisen. Aber ich bezweifle es. Das war fies. Aber wir hatten die Sicht von ihr. Wir wussten, wo sie gleich ums Eck kommen. No, 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 no. Nee, 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 jetzt haben wir uns aufgeteilt. Hat jetzt mal ein bisschen mehr gehalten. Ach, jetzt so plötzlich geht's, wo ich gemeckert hab, ne? Hätte früher meckern sollen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es bereit.
Ja, die ist noch eingefroren. Moira-Ulti. Ich weiß nicht, also dass Moira wirklich im nächsten Patch 0 angepasst wird, kein Bellingson geplant ist mehr in Season 1 für Moira, ist für mich einfach ein... Ich weiß nicht. Dann hat Blizzard ja sein eigenes Spiel nicht verstanden. Wenn sie Moira mit ihrem Ulti nicht nerven, haben sie ja, und generell nicht, haben sie ihr eigenes Spiel nicht verstanden. Muss man ehrlich so sagen. Ja, wenn eine Mei gut kann, dann... Ja, ist schon gewonnen. Mei finde ich, der Ult ist auch super hart. So, müsste aber alles gereicht haben für Level Up. So, kommt, ich habe noch Bock auf einmal Damage. Gewinne ein Spiel. Schnelle Rolle, Rollweiche. So, 5 Minuten. Mal gucken, wie schnell wir reinkommen. Ein Damage-Spiel würde ich gerne noch machen. Schnellspiel. Die Hoffnung, es wird was Gutes. Wenn nicht, dann halt nicht. Battle Pass. Wie weit sind wir denn gekommen? Ach ja. Da brauchen wir uns noch nicht beschweren, oder? Sind wir schon hier? Vielleicht sind wir morgen schon bei 76, 77 oder so. Und dann ist ja nicht mehr so viel, ne? Dann haben wir die, dann haben wir diesen Battle Pass hier rum. Dann sind es noch ein paar 30 Tage. Ne? 32 ungefähr würde ich tippen. Wenn ich dann durch bin ungefähr. Also Bonus-Sachen mache ich hier nicht. Ich habe Spiele an andere Spiele. Ich blicke dann erstmal Overwatch zu den Akten. Und genauso wie Sea of Thieves. Ich befürchte, dass da die nächste Season von sich genau überschneidet bei beiden. Ob Sea of Thieves startet vorher. So, mal gucken. Aber wobei ich ja noch gar nicht weiß, ob ich beide Seasons überhaupt machen möchte. Also bei Sea of Thieves habe ich ja auch schon eine Season nicht wirklich gespielt, weil die Cosmetics, die da dabei waren, haben mich nicht die Bohne gejuckt. Und gab auch generell da damals nicht so viel Neues. Ich glaube, das war Season 6 oder so. Kann das sein? Irgendeine habe ich nicht zu Ende gemacht. Und bei 7 gab es dann wieder viel Neues, da hat man wieder mehr Bock. Nutze ich die Zeit und schreibe Nachrichten zurück. Was soll ich machen, bis es hier losgeht, ne? Ach, es geht los. Kannst du glauben. Now arriving at Lijiang Tower. Der Lijiang Tower. Blah. Der Nachtmarkt. Da kann man so schlecht. Ich hätte so gern Bock auf die gehabt. Aber mit der kannst du so schlecht snipern. Also ich kann so schlecht snipern. Ich guck nochmal kurz. Ich kann ja. Wir stehen ja gleich drin. Da kann ich ja zur Not nochmal wechseln. Ja. Wo soll ich denn da gescheit? Ich meine, ich versuch's mal. Komm. Der Witz ist, es gibt so schöne Skins bei Widowmaker. Wirklich, richtig viele schöne, wo ich denke, oh, der ist geil, der ist geil. Aber Kerrigan von StarCraft, dafür ist meine StarCraft-Liebe einfach zu stark. Geht nicht. Geht einfach nicht.
capture the objective. J'entre en scène. Headshot. Headshot. Okay, hier kann man nicht gut snipern, habe ich gesagt. Das sage ich ab sofort immer. Nehmen wir es doch mal ein, oder? Oh, die tut mir ja schon fast leid. Ich habe jetzt zweimal gehatchert, die schreibt bestimmt Cheater. Aber ich bin kein Cheater, dafür bin ich viel zu schlecht. Schon wieder Moira. Es tut mir leid, Moira. Es tut mir leid. Schon wieder. Die hasst mich doch. Die brüllt doch gleich 3 Millionen Mal, Cheater. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ja, okay. Ich glaube, wenn ich sie jetzt wieder erwischt hätte. Schaden habe ich nicht schon gemacht. Wenig, aber die Runde beginnt doch erst. Als er jetzt wieder gekillt hätte, dann... Oh, ich glaube, das ist nicht unser High Noon, nein. Ja, okay, jetzt haben wir alles verloren. Das war zu einfach einzunehmen. Kann ich nichts machen, ne? Shit. Ah, ein paar Mal vorbeigesammelt. Ja, ich bin schuld. Ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Da hätte ich jetzt den Hanzo erwischen müssen. Sehr schön. Ist er tot? Nein, er hat Ulti noch rausgekriegt. Scheibenkleister. Der hat den Ulti noch rausgekriegt. Scheiße. Wir haben es nochmal. Ah. Ja, ich hätte besser in der Maschine sein müssen. Nein. Ah, dumm. Ja, schade. Schade.
Schade. Schade, schade, schade. War ich auch mit dran schuld. Aber das dreimal in Folge die Moira am Anfang. Das tat mir leid. Ich gedacht, was ein Cheater. Jeder Schuss ein Headshot. Ah, wenn du mit der halt lang genug zoomst, kriegt die halt diese 100% Boni. Also 100% Leistung der Waffe. Und das ist, glaube ich, wenn du da den Kopf halbwegs triffst, immer, immer direkt Kill. Nicht bei einem dicken Tank, das glaube ich nicht, aber bei so ziemlich jedem anderen. Was haben wir jetzt? Boah, hier kannst du beschissen snipern. Ich versuch's mal, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Ich wechsle zu Soldier oder so. Soldier geht immer. Schade. Ah. Oh ja, jetzt haben sie uns alle erwischt. Ah, ich glaube, mit der Sniper da. Ich würde gerne noch ein bisschen, aber. Wir gehen auf meinen Lieblings-Soldier, komm. Shit. Ja. Still got some fight in me. I've got meds. Who needs them? Gib jetzt um! Oh nee, da mach ich nix. Da mach ich nix. Nee, schade. Ich wollte den Rücken schießen, da kam noch der andere von der Seite. Schade, schade, schade. Da musste ich halt rumdrehen. Und dann war's doof. Ja, jetzt sterb doch nicht alleine, gell? Renn doch nicht alleine rein. Ich hab zwei gekillt, jetzt Rainer! Oh, ich fall runter.
Nein! Naja, mehr waren da drin. Hätte vielleicht früher wechseln sollen, ja. Egal, die drei Moira-Kills am Anfang, die waren lustig. Ist auch ein harter Tank. So. Rolle wechseln, dann geht man direkt raus. Schön, dass das Blizzard mittlerweile gepatcht hat. Wunderbar. Ja, haben wir fast 75 gemacht, mein Gott. Ja, ich wollte ja nur kurz. Na, das habe ich jetzt heute getan. Ich bleib dabei, das Halloween-Event. Dürftig, sehr, sehr dürftig und sehr, sehr dreist von den Preisen. Haben wir oft genug drüber geredet. Deswegen juckt es mich nicht. Deswegen spiele ich es auch gar nicht. Ich spiele das normale Spiel, um den Battle Pass weiter vollzukriegen. Wie gesagt, so viel ist es ja nicht mehr. Wir haben ja schon ein bisschen was gezockt. Und in zwei, vielleicht sogar, ja, zwei Tagen wird knapper. Wahrscheinlich drei Abende werde ich es nochmal machen, die Woche. Und dann sollte das eigentlich passen. Drei, maximal vier. Mal gucken, ne? Zwei unwahrscheinlich, da müsste ich länger spielen. Da kickt es mich aktuell nicht so, ne? Und dann hoffe ich auf Balancing-Patches, weil, ja, mecker ja immer so ein bisschen über das, was eigentlich offensichtlich ist. Ich hoffe, Blizzard sieht das auch irgendwann. Und dann gucken wir mal, wie die Reise weitergeht, ne? Dann gibt es erstmal Pause, gibt es andere Games. Ich habe noch so viel auf der Halle, ich habe so viel zu zocken und es wird mir nie langweilig in dem Hobby, ne? So, aber an dieser Stelle ist jetzt Schluss. Und zwar für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen, für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.